Cortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Fünfter Zug, Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Männer, jetzt werden wir diesen krakenköpfigen Kotzbrocken zeigen, dass sie sich keinen schlimmeren Feind hätten aussuchen können als die menschliche Rasse. Wir werden diese Saftsäcke in Stücke schießen, bis uns die Munition ausgeht, und sie dann mit ihren eigenen Eingeweiden erwürgen. Hab ich recht, Marines? Sir, yes, sir! Mhm, klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle! Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Greenhorns, die ihr jetzt von nahen sehen wollen, heute ist euer Glückstag! Wow! Gut, tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Bolzen in 5 Sekunden! Captain Keyes? Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen 3? Okay, 4 Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut. Neuer Befehl, Cole-Protokoll, Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung, die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Ja.
Nur zu. Viel Glück, Master Chief. Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein. Aye, aye, Sir. Abdocken okay. Geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Keith fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Wir sind zu schnell. Scheiße! Bremsklappenausfall viel zu früh! Wir schmieren ab! Alle festhalten! Lieutenant. Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz. Der Feind hat Captain Keith gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuzer, der Truth and Reconciliation, fest. Das Schiff befindet sich zurzeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plateaus. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Hierher zu kommen war leichtsinnig. Sie beide sollten das besser wissen. Danke. Marines, Waffen laden und sichern. Marschbereitschaft herstellen. Ja, okay, Sir. Während die Allianz uns hier festgehalten hat, habe ich mitbekommen, wie sich die Wachen über die Ringwelt unterhalten haben. Sie nennen sie Halo. Ein Moment, Sir. Schalte mich in das Netz der Allianz ein. Laut der Daten in Ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung. Wenn ich das richtig verstehe, halten Sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft. Dann ist es wahr. Sie haben dauernd gesagt, dass der, der über Halo herrscht, das Schicksal des Universums in den Händen hat. Jetzt verstehe ich. Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht. Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte. Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen. Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen. Marines, gehen wir. Ja, Sir. Okay, Sir. Chief, Sie führen. Okay, Leute, gehen wir an Bord.
die Verbindung zur Schiffssteuerung herzustellen. Ach was, nicht nötig. Diesen Vogel fliege ich selbst. Captain, Jäger! Festhalten! Sehr nett, Sir! Zeit, ein paar Rechnungen zu begleichen. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt. Analyse. Halos Kontrollzentrum ist hier. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, ist dieser Komplex eine Art Tempel oder Schrein. Vorwärts! Vohammer, hier sind Koordinaten und Flugplan, den ich erarbeitet habe. Cortana, das sind unterirdische Koordinaten. Die Allianz hat Tiefenscans durchgeführt. Meine Analyse zeigt, dass Halo von Tunnelnetzwerken durchzogen ist, die den ganzen Ring umspannen. Sie haben ja sicher auch unseren Kontostand analysiert. Baby ist nicht billig. Sehen wir es von der positiven Seite, Vohammer. Das, was die Allianz am wenigsten erwartet, ist eine Luftlandung. Von unten. Halos Kontrollzentrum. Probieren Sie dieses Terminal. Alles okay? War nie besser. Diese Masse Informationen können Sie sich gar nicht vorstellen. So viel Wissen, so schnell. Fantastisch. Was für eine Waffe ist es denn? Wovon sprechen Sie? Konzentration. Halo. Wie setzen wir Halo gegen die Allianz ein? Dieser Ring ist kein Knüppel, Sie Barbar. Er ist was ganz anderes. Viel bedeutender. Die Allianz hatte recht. Dieser Ring, die Blutsväter. Datenzugriff. Ja, die Blutsväter haben diesen Ort gebaut, den sie Festungswelt nannten, um... Moment, es kann doch nicht sein. Oh, Narren, Sie müssen es gewusst haben. Sicher gab es Zeichen. Langsam. Ich komme nicht mit. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Captain. Wir müssen ihn aufhalten. Keys? Was sollen wir? Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los, finden Sie Keys, halten Sie ihn auf. Bevor es zu spät ist. Stunden.
Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist's mir nur recht. Ja, besser das als uns. Bieten Sie es Ihnen nächstes Mal an, Vicenti. Die werden Ihnen sicher gern helfen. LZ sieht gut aus. Ich bringe uns runter. Los, los, los! Dranbleiben, Jenkins! Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Captain und seinen Trupp und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Das ist doch irre! Sehen Sie sich das an! Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasmatreffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Eliteeinheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Ich hab so ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Captain! Sergeant! Hört ihr mich? Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Sensorkontakte! Jede Menge! Aber die sind nicht von der Allianz! Die machen uns platt! Nein! Nein! Corporal! Hören Sie mich! Mendoza! Sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen! Finden Sie raus, was hier los ist! Aber... Keine Widerrede, Soldat! Ich habe einen Befehl erteilt! Hören Sie, Sarge! Was ist das? Wo kommt das her, Mendoza? Von überall! Es ist... Da! Schaut! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Zeigt's ihm! Sergeant, wir sind umzingelt. Verdammt, Jenkins! Feuern Sie endlich! Es sind zu viele, Sarge! Versuchen Sie das nicht, Mary! Das ist Wahnsinn! Kommen Sie zurück! Das ist ein Befehl! Jenkins! Guten Tag, ich bin der Illuminat von Einrichtung 04343 Guilty Spark. Jemand hat die Flat freigesetzt. Ich soll dafür sorgen, dass Sie innerhalb dieser Einrichtung bleiben. Ich benötige Ihre Hilfe. Bitte, hier entlang. Chief, Ihr Signal war weg. Wo waren Sie? Chief, Chief! Wir müssen den Index mitnehmen, bevor wir die Einrichtung aktivieren können. Die Energieschranke um den Index wird deaktiviert, sobald wir das Erdgeschoss erreichen.
Sie haben jetzt Zugriff auf den Index. Ich nehme den Index während des Transports an mich. Organische Lebensformen sind für Infektionen anfällig. Der Index darf nicht in die Hände der Flat gelangen, bevor wir den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktivieren. Die Flat breiten sich aus, also Tempo! Ist jeder Organismus, der genug Masse und kognitive Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger? Stimmt etwas nicht? Nein. Gut, wollen wir? Leider hat sich meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Dieser letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Merkwürdig, das ist sehr unerwartet. Ach, wirklich? Cortana. Ich war die letzten 12 Stunden hier drin und habe zugesehen, wie Sie diesem Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar. Ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja. Zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flut. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten! Wie unverschämt! Ich werde sie löschen! Vielleicht keine gute Idee. Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index. Und jetzt zieh Leine. Genug! Die Flut breitet sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde. Halo tötet nicht die Flood, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flood stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen Sie ihn. Los! Stimmt das? Ungefähr. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Flat zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach wie vor, es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. Wir müssen weg. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index. Geben Sie mir die künstliche Intelligenz oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. So sei es. Kopf aufbewahren, Rest beseitigen. Nichts wie ins Taxi und zum Captain. Nein, das dauert zu lang. Haben Sie eine bessere Idee? Es gibt doch das Teleporternetz. Mit ihm bewegt sich der Illuminat so schnell voran. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie. Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich bin sicher, dass ich die ohne zu große Schäden aus Ihrem Anzug kriege. Es muss beim ersten Versuch klappen. Los.
Der Snells der Allianz ist ein einziges Chaos. Wenn ich richtig verstehe, hat ihre Führung allen Schiffen befohlen, Halo zu verlassen, als die Flood entdeckt wurden. Aber es war zu spät. Die Flood haben den Kreuzer überrollt und außer Gefecht gesetzt. Man fürchtet jetzt, dass sie das Schiff reparieren, um Halo zu verlassen. Sie haben ein Team geschickt, um die Flood zu neutralisieren und das Schiff zum Start fertig zu machen. Ich kann Captain Keys Signal jetzt klar empfangen. Er lebt und die Implantate sind intakt. Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört. Ich bringe uns näher ran. Aha, die Koordinaten müssen... Oh, sorry. Der Captain ist einer von ihnen. Die Flat dürfen sich nicht ausbreiten. Sie wissen, was er erwarten würde. Was er verlangen würde. Fertig. Ich habe den Code. Wir sind... Es hält. Wir schaffen es nicht. Doch. Hochziehen, hoch! Das war Absicht, stimmt's? Ich bin ein paar Tage weg und was passiert? Es wird nicht lange dauern. Da, das dürfte uns genug Zeit geben, eine Rettungskapsel zu erreichen und etwas Abstand zur Halo zu gewinnen, bevor es knallt. Kommt leider nicht in Frage. Mist. Lächerlich, die künstliche Intelligenz eines Kriegsschiffs mit so viel Wissen auszustatten. Haben Sie denn keine Angst, dass man sie anzapft oder zerstört? Er ist in meinen Daten. Lokaler Zugriff. Können Sie sich vorstellen, wie aufregend das ist? Die ganze verlorene Zeit, die menschliche Geschichte. Ah, ich werde jeden Moment der Kategorisierung auskosten. Der Gedanke, Sie könnten die Einrichtung und diese Aufzeichnung vernichten, erschüttert mich. Er hat die Selbstzerstörung abgebrochen. Warum bekämpfen Sie uns, Reclaimer? Sie können gar nicht gewinnen. Geben Sie uns die künstliche Intelligenz und ich werde versuchen, Ihren Tod relativ schmerzlos zu gestalten. Wenigstens habe ich noch die Comm-Channels. Wo ist er? Ich habe Zugriffe überall im Schiff. Wahrscheinlich Wächter. Der Illuminat ist im Maschinenraum. Er versucht sicher, den Kern abzuschalten. Selbst wenn ich den Countdown neu starten könnte, was soll ich tun? Wie viel Feuerkraft brauchen Sie, um einen dieser Schilde zu sprengen? Nicht viel. Eine gut platzierte Granate reicht. Gut, ich komme mit. Chief, Wächter!
wird knapp. Los geht's. Schalten Sie sie ab, wir brauchen sie später. Aber schicker. Sonst jemand geschafft? Scan läuft. Negativ. Wir sind die Letzten. Wir haben das Richtige getan. Für die Erde. Eine Armada der Allianz. Ausgelöscht. Die Flood, wir hatten keine Wahl. Halo, das war's. Nein. Ich glaube, es geht erst los.